Ein herzliches Freundschaft aus Brüssel, heute am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Ein Tag, an dem wir uns bewusst machen sollten, dass die Menschenrechte die Basis jeglichen politischen Handelns sein sollten und dass die Menschenrechte gerade zum Schutz und Erhalt unserer Demokratien nichts an Bedeutung verloren haben. Aber was erleben wir leider? Wir erleben, dass der Schutz nachlässt. Ob wir nach Ungarn schauen, wo die Pressefreiheit eingeschränkt wird, oder nach Polen, wo die Unabhängigkeit der Gerichte unter Druck gerät, nach Italien, wo Menschen dafür verurteilt werden, dass sie auf hoher See Menschenleben retten, oder nach Malta, wo ganz dramatisch eine Aufdeckungsjournalistin ermordet wurde und die Spur bis in höchste Regierungskreise für diesen Mord zieht. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wir unsere europäischen Demokratien nur positiv weiterentwickeln können, wenn wir das bedingungslos auf der Basis der Menschenrechte und der Grundrechte tun. Und genau das ist der Grund, warum ich im Europaparlament, mich im Grundrechteausschuss und im Menschenrechtsausschuss engagiere und dort auch meine Schwerpunkte gesetzt habe. Eine Bitte zum Schluss. Ich lade euch herzlich dazu ein, besprecht gerade heute am Internationalen Tag der Menschenrechte mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen, wie wichtig die Menschenrechte für den Schutz und den Erhalt unserer Demokratie sind. Ich schließe, wie ich begonnen habe, mit einem herzlichen Freundschaft aus Brüssel.